Wer Gas gibt, muss auch eins, bremsen. Die Sache mit der Verzögerung hat es wirklich in sich, oder, René? Auf vielen Rennstrecken ist die Bremse das wichtigste Tool für uns Fahrer, weil da können wir am meisten Zeit rausholen. Ein, zwei Meter, die man früher oder später bremst, hat einen extremen Einfluss auf die Rundenzeit. Ganz besonders in Nürnberg. Nürburgring und Bremsen, das gehört einfach zusammen. Wir haben zwei Kurven, wo wir aus extrem hoher Geschwindigkeit runterbremsen, von über 250 km/h bis runter auf 50 km/h und das zweimal pro Runde. Da kann man sich vorstellen, dass die Bremse extrem leidet. Ja, hinter dieser Abdeckung sitzt dann die Bremsscheibe und der Bremssattel, den sieht man hier noch. Die Bremsscheibe sieht man leider nicht, weil die Abdeckung davor ist und die Abdeckung kontrolliert quasi die Temperatur. Die Bremse fängt eigentlich erst an ab 500, 600 Grad an zu arbeiten. Ja, so sieht die Bremsscheibe dann aus, wenn sie ohne Verkleidung ist. Ist eine Vollcarbonbremse. Sieht natürlich vom Aussehen ähnlich aus wie eine Pkw-Bremse. Aber die Laufleistung ist natürlich eine ganz andere. Wir haben hier eine Laufleistung von 2-3 Wochenenden, dann wird die getauscht. Wir haben in der DTM keine elektronischen Systeme, das heißt kein ABS, kein Bremskraftverstärker. Und wir müssen einen relativ hohen Druck ins Bremssystem bringen. Das heißt, beim Pkw bremst man natürlich mit dem rechten Fuß und braucht nur sehr wenig Druck, das Auto verzögert schon. Beim DTM-Auto müssen wir teilweise mit 80 bis 100 Kilo ins Bremspedal treten, damit das Auto irgendeine Verzögerung überhaupt erhält. Das Pedal an sich, das wird auch sehr wenig bewegt, nur ein Zentimeter. Das heißt, da ist die Modellierung auch sehr schwer. Man macht eigentlich alles nur mit einem Druckpunkt von der Bremse. Ja, am Nürburgring haben wir eine kleine Besonderheit. Wir haben einen kleinen Knopf am Lenkrad, Kalipper heißt es. Und wenn wir da drauf drücken, dann wird der Bremssattel mit Wasser besprüht, um einfach zu verhindern, dass die Bremse an sich überhitzt und dass wir keine Bremsleistung mehr haben. Ja, es geht nicht immer nur ums Gas geben, sondern für uns Fahrer ist eigentlich noch wichtiger die Bremse. Und jetzt wünsche ich allen viel Spaß am Nürburgring.